Herzlich willkommen in Heilbronn-Sontheim, wo seit September 2013 das Projekt Mädchenförderung im Jugendhaus durchgeführt wird. Was war der Anfang des Projektes? Der Anfang war, dass wir ein wunderschönes Jugendhaus hier in Sontheim bekommen haben, aber wir wollten, dass auch Mädchen hier in das Haus kommen, hier dieses Haus. Und wir haben uns überlegt, auch was für die Mädchen zu machen. Wir haben immer wieder gesucht nach Möglichkeiten, das auch über längere Zeit zu machen. Und das, daraus entstand dann dieses Projekt. Backen, essen, malen, ja, Filme schauen, gucken wir ausklügeln, die mag ich am meisten. Geplant sind auch Workshops zu Themen wie zum Beispiel MINT-Berufe und Kommunikationsthemen. Ja, das ist eigentlich Design. Weil es auch witzig ist, wir freuen uns hier zu sein. Wir sind alle Freunde. Was sind die Ziele des Projekts? Ziele des Projekts sind, dass die Mädchen das lernen, was sie in der Schule und vielleicht von zu Hause auch nicht lernen können. Man hat doch vieles zusammen gelernt. Am Anfang haben wir uns noch ein bisschen gestritten. Ne? Wir haben Spielregeln eingeführt am Anfang, wisst ihr noch? Und können uns auch aufeinander verlassen. Und das ist auch sehr wichtig. Das finde ich toll, dass wir das gelernt haben. Es geht weiter mit, wie schreibe ich eine Bewerbung oder wie wehre ich mich gegen irgendwelche Verbalattacken. Das ganze Programm, die sogenannten Soft Skills, das neudeutsche schöne Wort. Aus meiner Sicht sind die Highlights, wenn alle Mädchen sich zusammentreffen, dann haben wir plötzlich ganz viele Mädchen im Jugendhaus. Immer montags treffen sich 3 bis 5 junge Frauen mit den 9- bis 14-jährigen Mädchen. Was habt ihr jetzt noch vor bis Ende September? Heidelberg. Heidelberg haben wir uns vorgenommen. Mhm. Mit dem Fahrrad. Nein, die sind am 30. Babysitter. Babysitter-Führerschein hat sie gemacht. Und wir haben uns dann erkundigt und wollten das für die Gruppe machen. Ein Highlight war für mich persönlich auch eine Veranstaltung mit älteren Mädchen, die bei Winterspielen in Sochi mitgemacht haben. Und hier uns berichtet haben, was sie gemacht haben, wie sie dazu gekommen sind, wie sie andere jüngere Mädchen motiviert haben, sich zu engagieren, mutig zu sein, auch mal ins Ausland zu gehen und einfach auch lernen, auf andere Menschen zuzugehen, keine Angst zu haben. Die jungen Frauen engagieren sich ehrenamtlich und gestalten das Projekt mit.